Dann herzlich willkommen zum Heisem-Kurs FPGA in Hardware-Architekturen für KI. Okay, guten Tag, meine Damen und Herren. Nachdem Herr Jabautieu uns schon so schön in den heutigen Vormittag eingeleitet hat, darf ich mich auch nochmal persönlich vorstellen. Wie er eben schon gesagt hatte, mein Name ist Holger Blume. Ich bin Lena Fette und freue mich darüber, dass ihr heute bei uns in diesem Kurs seid und etwas über Softwareentwicklung für künstliche Intelligenzanwendung lernen wollt. So, guten Morgen auch von mir. Ich erzähle euch heute was über die Implementierung. My name is Renine and today I'm going to present to you the course which is talk about best practice in AI optimization. Es reicht ja meistens nicht nur aus, irgendwo eine künstliche Intelligenz hinzustellen. Die muss mit Sensoren interagieren, die muss mit Plattformen interagieren, die muss getestet werden. Das ist alles ein bisschen größer. Und deswegen braucht man diese Kombination. Deswegen so ein bisschen als Warnung, wenn Sie auf der Suche sind, wie programmiere ich händisch ein neuronales Netz, dann werden wir da nicht drauf eingehen, sondern es geht wirklich um die großflächige Integration von der systematischen Erstellung von Softwaresystemen mit künstlichen Intelligenzanteilen. Also beginnen wir die Historie der programmierbaren Logik. Man kann den Anfangspunkt der Entwicklung von FPGAs auf das Ende der 70er Jahre setzen. 1977 kam die Firma Monolithic Memories mit dem ersten programmierbaren sogenannten Array-Logic-Baustein auf den Markt. Und dann ein ganz bedeutender Schritt, ebenfalls im Jahr 1985, kam das erste Patent für einen generalisierten feldprogrammierbaren Baustein auf den Markt. Jetzt entsteht der Name FPGA, Field Programmable Gate Array. Jetzt kommen wir zum, ich sage mal, interessanteren Teil. Ja, jetzt eben gerade haben wir so Basic VDL gemacht. Ja, wie kann man Halbadderer bauen, Fulladderer? Wie kann man Register bauen? Aber jetzt überspringen wir gleich ein paar Schritte und kommen zu neuronalen Netzen. Der Ausgangsvektor, ich schreibe mal so, ist gleich die Gewichtsmatrix, ist bei mir jetzt eine Matrix, mal den Eingangsvektor. So I assume, guys, you maybe have some basic overview about what is really could happen if you have a different distribution between your training and testing data. We will start with a very simple model, which we will call it a baseline model. This is an example. What are the techniques we could do in augmentation? Rotate, shift, zoom it up, cut it a little bit. So this is some, play a little bit with intensity of pixels and so on. Jetzt kommen wir zur Verfolgbarkeit und wir haben das aber jetzt auf KI-Systeme bezogen. Eine KI ist nämlich nicht immer zu 100% nachvollziehbar. Ja. Gut, wo sind wir? Also Tests haben wir, um die Funktionalität eines Systems zu überprüfen. Teilweise haben wir aber auch Tests auf verschiedene Qualitätseigenschaften wie Performance. Weitere Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Dann habe ich noch ein paar Fragen.